umstrittene Kreuzpflicht in Kraft getreten. Danach müssen jetzt im Eingangsbereich von Dienstgebäuden Kreuze angebracht sein. Der bayerische Ministerpräsident nimmt Bezug auf die bayerische Verfassung. Hier ist der Gottesbezug etwa in der Präambel oder im Auftrag Ehrfurcht vor Gott als Unterrichtsziel umzusetzen. Wir lassen uns von unserem christlichen Menschenbild leiten. Jeder technologische Fortschritt hat sich dahinter einzumeilen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, mein Name ist Kerstin Griese, ich bin 48 Jahre alt, Bundestagsabgeordnete, Sprecherin des Arbeitskreises Christinnen und Christen in der SPD. Und so steht im Bundestag die Frage, was ist an Hilfe beim Sterben erlaubt? Die Gruppe um die SPD-Abgeordnete Kerstin Griese zieht da sehr enge Grenzen. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob Hilfe zur Selbsttötung erlaubt sein soll. Es gibt keinen Anspruch eines Einzelnen darauf, dass ein anderer ihm hilft bei dieser Entscheidung. Mich motiviert in dieser Frage mein Glauben, das Sterben zu einem Anliegen von uns zu machen. Die Parlamentarier sollen bei der Abstimmung nur ihrem Gewissen folgen. Das ganz Entscheidende ist Beten. Kauder war zudem für eine Stärkung des christlichen Profils der CDU. Die CDU ist die Partei des christlichen Menschenbildes. Das Amtsgericht Gießen hat die Ärztin vor einer Woche zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund? Unerlaubte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist auch absolut notwendig, um das ungeborene Leben zu schützen. Was verboten ist, darf nicht beworben werden. Der Bundestag hat die Änderung des Paragraphen 219a gebilligt. Damit wird das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gelockert. Das christlich können wir jetzt wohl endgültig streichen. Nach der Ehe für alle kapitulieren Sie jetzt auch beim Lebensschutz. Ich finde das eine ganz schlimme Bevormundung der Bevölkerung, weil die Mehrheit der Menschen in allen Umfragen sagt, wir wollen in so einer kritischen Lebenssituation selbst entscheiden dürfen. Wir wollen hier nicht vom Staat bevormundet werden, wir wollen auch nicht von den Kirchen bevormundet werden. Wir wollen uns selbst entscheiden. Und das ist zuallererst nach der Konfirmation 7 Jahre Kindergottesdienst jeden Sonntag. Das war eine schöne Zeit, biblische Geschichtenlieder, die mir seitdem eine Heimat sind. Eine aktuelle Studie der Deutschen Bischofskonferenz zeigt einen massiven sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Nach Berichten von Zeit und Spiegel Online wurden tausende Fälle in Deutschland dokumentiert. Es gebe auch Hinweise auf Aktenvernichtungen. Es soll 3.677 Vergehen gegeben haben, darunter zahlreiche Vergewaltigungen. 1.670 Kleriker seien beteiligt gewesen und die sexuelle Gewalt gehe offenbar weiter. Papst Franziskus hat nach zahlreichen Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche eine Konferenz zum Thema Kinderschutz einberufen. Wir alle sollen zusammen auf den Heiligen Geist hören und in seinem Dienste den Schrei der Kleinen erhören. Dahinter steckt Satan. Ein Ziel muss sein, dass alle Bischöfe begreifen, das ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Dass sein Bistum, vermutlich noch andere Bistümer in Deutschland, über unfassbar viel Vermögen verfügen. 100 Millionen ist doch nicht unfassbar viel. Steinreich und trotzdem Zuschüsse vom Staat kassieren. Bei jedem Hartz-IV-Empfänger war das ein Skandal, über den sich Deutschland aufregen würde. Und auch bei den Kirchen ist ja ein Gedankenprozess im Gange, dass man sagt, die Preise für solche Ablösungen werden vielleicht in einer Sicht leider aus meiner Sicht, aus meiner christlichen Sicht, in einer leider sich von Kirchen teilweise abweisenden Gesellschaft, werden die Preise für eine solche Ablösung vielleicht auch nicht besser. Kirche und Staat hängen in Deutschland enger zusammen, als wir das im christlichen Abendland so glauben, vor allem finanziell. Das entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass heute genau zu dem Zeitpunkt, wo wir in einem Gottesdienst oder viele unserer Kollegen in einem Gottesdienst dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Nicht nur bedenken, sondern ihn sozusagen würdig begehen und ihm auch Danke sagen für seine Tätigkeit, dass genau in diesem Moment zeitgleich Sie diesen Antrag heute hier stellen. Man muss mal fairerweise auch die Kolleginnen und Kollegen von Grünen und Union entschuldigen, wenn sie hier ihre Rede zu Protokoll geben. Liegt das eben nicht an Desinteresse, sondern an der zeitgleichen, an dem zeitgleichen Gottesdienst. So wahr mir Gott helfe. Dabei Erfolg und Gottes Segen. Herzlichen Dank. Ja, damit. Sehr geehrte Damen und Herren, wunderschönen guten Abend. Ist Ihre Laune nach dem Film? Prima, mittelmäßig, genau. Ich bin Philipp Müller. Ich bin Berufsatheist und Säkularlobbyist und werde Sie heute Abend
durch diesen Abend begleiten. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Berliner Meistersaal. Große Leute waren hier schon. David Bowie hat hier gespielt, U2 hat hier gespielt. Und es hat mal ein Mann hier geredet und mich mir ein Zitat mitgebracht hat, das eigentlich ganz gut zu dem heutigen Abend passt. Er sagt: Ich mag nicht gern mich mit der Kirche auseinandersetzen. Es hat ja keinen Sinn, mit einer Anschauungsweise zu diskutieren, die sich strafrechtlich hat schützen lassen, sagt Tucholsky. Ganz genau. Ja, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der großen Frage, wem gehört der Staat über die Missachtung der weltanschaulichen Neutralität? Wir feiern im Jahr 2019 70 Jahre Grundgesetz. Wir feiern auch 100 Jahre Verfassungsbruch, darüber werden wir noch reden. Wir feiern auch 10 Jahre säkulare Buskampagne und wir wollen heute Abend die Frage stellen, wie wir die weltanschauliche Schieflage in diesem Staat wieder korrigieren können. Wir wollen also auch konstruktiv an diesen Abend herangehen. Wir bekommen gerade hohen Besuch. Pastafari, verneige mich vor Ihnen. Ein Applaus für Bruder Spaghetti aus meiner Heimat. Ja, ich werde mit vier Leuten heute Abend sprechen, und zwar erst nacheinander und dann erst einzeln und dann miteinander. Dazu gehört Ingrid Matthäus-Meyer, Carsten Frerk, Jacqueline Neumann und Michael Schmidt-Salomon. Und zuerst möchte ich eine Frau auf die Bühne bitten, die mir mal gesagt hat, früher in der Uni haben wir Debating geübt. Da hatten wir 60 Sekunden Zeit, uns mit unserem Gegenüber auseinanderzusetzen, und ich habe alle platt gemacht. Meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir herzlich willkommen, Ingrid Matthäus-Meyer. Ingrid, wie kommen wir denn zu der Frechheit, von 100 Jahren Verfassungsbruch zu sprechen? Wir feiern ja nicht nur 70 Jahre Grundgesetz, sondern wir feiern auch 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung. Und für unser Thema sind diese beiden Verfassungen existenziell. Die beiden Paragraphen will ich nennen, die Artikel, auf die es ankommt. Ich bin ja nur die Juristin hier oben. Und ich möchte, weil gefragt wird, was können wir konstruktiv sagen? Ich möchte Sie bitten, merken Sie sich diese juristischen Fakten, die von der anderen Seite immer untergeschoben werden. Das stimme gar nicht, wisse man nicht. Die Tage traf ich die Mitarbeiterin der CDU in Sachen Kickmann und sagte, wir freuen uns, dass seit 100 Jahren, seit der Weimarer Zeit, wir so gute Verhältnisse haben. Das ist alles in Weimar nicht so gewesen. Das haben Sie danach erkämpft im Dritten Reich und dann unter der Adenauer-Regierung. Also, der entscheidende Satz in der Weimarer Reichsverfassung, auf die man sich damals geeinigt hat, heißt, es besteht keine Staatskirche. Das ist nach der Definition unseres Bundesverfassungsgerichtes der Ausdruck, der Zwang zu einer weltanschaulich-religiösen Neutralität in diesem Lande. Und dieser Paragraph, dieser Artikel ist übernommen worden, wie die ganzen Weimarer Kirchenartikel, in Artikel 140 des Grundgesetzes. Viele wissen das gar nicht. Das ist gleichzeitig 70 Jahre Grundgesetz, Teil des Grundgesetzes geworden, weil da steht, diese Paragraphen, diese Artikel sind Teil des Grundgesetzes geworden. Und nur sagen, deswegen sagen wir Verfassungsbruch, nur. Da steht drin, die Staatsleistungen sind abzulösen, seit 100 Jahren wird nicht getan, Verfassungsbruch. Da steht drin, niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Sie werden doch gefragt auf Ihrer Lohnsteuerkarte und Sie müssen das angeben, so oder so, Verfassungsbruch, offensichtlich. Ganz schlimmer Artikel, also der Artikel ist gut, aber was Sie richtig draus machen. Artikel 137, Weimar gleich Teil vom Grundgesetz. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Daraus hat die Rechtsprechung mit aktiver Unterstützung der Kirchen gemacht ein Selbstbestimmungsrecht. Merken Sie sich, das meine ich mit konstruktiv. Sie stehen vor Ihnen und sagen, das steht in unserer Verfassung. Steht nicht. In der Verfassung steht, ordnet und verwaltet.
Und Selbstbestimmung ist sehr viel mehr. Das ganze kirchliche Arbeitsrecht beruht da drauf. Und das Bundesverfassungsgericht hat das leider bestätigt. Ich habe übrigens für die, die es interessiert, so ungefähr 20 Mal die wichtigsten Artikel hier fotokopiert. Die kann man sich nachher mal abholen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gegenhalten und sagen, und wir haben die beiden großen positiven Entscheidungen im letzten Jahr ja nur erreicht, weil wir die Menschen unterstützt haben bei den Klagen. Ich war selber in Brüssel, dort gibt es eine säkulare Niederländerin, die hat uns eingeladen. Der Chefarzt, der gewonnen hat durch den Europäischen Gerichtshof, hat 10 Jahre gebraucht, 7 Instanzen, fast alle Instanzen, Verwaltungsgericht, Arbeitsgerichte, entscheiden zugunsten der atheistischen Menschen. Aber Karlsruhe ist im Moment unser großer Hinderungsgrund. Es ist schade, das berühmte Urteil zum Chefarzt, das müsste jeder mal lesen, dieses halte ich für ein verfassungswidriges Verfassungsurteil. Wenn ich das als Juristin sage, soll das schon was heißen. Also es waren etwas mehr als 60 Sekunden, aber ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Mit dir möchte man sich nicht anlegen. Es ist fast schade, dass heute niemand da ist, der eine Gegenrede hält. Ingrid, können Sie gar nicht. Das ist ja Sie haben alle Möglichkeiten. Das können Sie alle nicht widerlegen. Und das Ganze zeigt nur, dass wir immer wieder klagen müssen. Freiwillig hat die Kirche nie auf einen Zentimeter Rechte und Geld verzichtet. Das ist das Problem. Deswegen ist gut, dass wir die Buskampagne machen. Gut, dass Sie alle aus der ganzen Republik herkommen. Nur sollten wir das aktiv und offensiv vertreten, auch in den Parteien. Stichwort Parteien, Ingrid, du warst in der FDP, du bist in der SPD. Erzähl uns ein bisschen, was passiert gerade mit den säkularen Sozis? Vielleicht um die FDP zu erwähnen. 1974 hat der FDP-Bundesparteitag ein Papier Kirche und Staat beschlossen. Das war schon ziemlich ähnlich den Forderungen, die wir heute erheben. Warum ist mir das so wichtig? Ein solch wichtiges Papier, da sitzen hunderte Leute dran, die das erarbeitet haben und so weiter. Aber am Schluss haben es 2 Frauen durch den Parteitag gebracht, das sage ich mal. Das eine war Lieselotte Funke, das andere Mal war ich. Aber das Interessante ist, dass man eben von beiden Richtungen zu dem gleichen Thema kommen kann. Das Papier hatte nämlich den Namen Freie Kirche im freien Staat. Auch die Kirche wird freier, wenn sie nicht diese enge Bindung hat, wenn die Bischöfe nicht einen Eid ablegen müssen vor dem Ministerpräsidenten. Also man kann das von beiden Seiten machen und es gibt ja auch heute genug Theologen, die sagen, also was wir da an Privilegien haben, das ist zu viel. Jetzt der SPD, ja, ist ein Trauerspiel, was soll ich dazu sagen? Ne? Kann ich nur sagen, meine Tochter, ich sag das einfach mal so, ist, als dieser Brief von Klingbeil kam, statt der P ausgetreten. Finde ich auch richtig, das müssen die auch lernen. Aber trotzdem bitte ich euch und bitte Sie, gehen Sie, soweit Sie in der SPD sind, in Ihre örtlichen Unterbezirke. Gehen Sie an die jeweiligen Abgeordneten, sagen, ist doch skandalös, wir sind 37%. Wären die Kirchen jeweils einzeln gerechnet, wären wir die größte Weltanschauungsgemeinschaft, die es überhaupt in diesem Lande gibt. Die anderen haben 28% und 27%. Wir müssen sehr viel offensiver und selbstbewusster auftreten. Dann wird auch die SPD nachgeben. Die wird ja nicht die letzten Leute, die vielleicht noch hoffen, dass die SPD auf diesem Gebiet was die noch verschrecken wollen. Also tüchtig weiterarbeiten. Austreten kann man immer noch. Es gilt natürlich auch für die anderen Parteien. Wir haben ja, das wissen nicht alle, sogar jemanden in der Stiftung, der ist in der CSU Mitglied und hat dort sogar eine tragende Funktion in Passau, Holm-Butzke. Also wir sehen auch in der CSU gibt es säkulare Bestrebungen, auch wenn man das kaum glauben mag. Aber Ingrid, 2018 war eigentlich ein ganz gutes säkulares Jahr mit Blick auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Magst du diese beiden Urteile kurz erwähnen und vielleicht ein bisschen einordnen? Ja, also es gibt 2 Urteile des EuGH, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Das eine ist der Fall Egenberger, das ist eine junge Frau, nicht in der Kirche, die hat sich beworben bei der Diakonie und wollte da teilnehmen an einer Untersuchung über die Menschenrechte in der dritten Welt. Da wurde ihr gesagt, bist du in der Kirche Mitglied? Nee, bist du nicht, dann können wir dich nicht nehmen. Die hat geklagt und hat dann den unteren Instanzen gewonnen, zum Teil verloren
und dann ist sie zum Bundesarbeitsgericht gegangen und das Bundesarbeitsgericht hat einen sogenannten Vorlagebeschluss gemacht. Das ist ein bisschen juristisch, aber das ist wichtig, denn was wir erreicht haben, haben wir darüber erreicht. Bundesarbeitsgericht BAG hat gesagt, ich lasse das mal prüfen beim EuGH, ob das nicht ein Verstoß ist gegen die allgemeine Gleichberechtigungsrichtlinie. Man nennt das Antidiskriminierungsgesetz. Das hat der EuGH getan und kam zum Ergebnis, das ist ein Verstoß. Dann hat der EuGH diesen Vorlagebeschluss vom BAG richtig beantwortet, das ist ein Verstoß, hat das zurückgegeben an das BAG und das BAG hat gesagt, genauso, da sehen wir das auch. Und die Frau, die konnte nicht mehr dafür diesen Untersuchungen gewonnen werden, der Platz war besetzt, aber sie kriegte eine Entschädigung. Da ist jetzt der Beweis dafür, dass die Kirchen nie auf etwas freiwillig verzichten. Die evangelische Kirche, von der oft gesagt wird, die ist ja nicht so liberale als die katholische Kirche, na gut, das ist Homosexuellen, weil sich dran im Unterschied in den Krankenhäusern, das lässt die katholische Kirche nicht zu. Aber in diesem Fall wird, die hat sie schon angekündigt, die Diakonie Verfassungsbeschwerde erheben gegen das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, obwohl das auf dem EuGH beruht. Also diese Jungs und Mädels sind also nicht schlimm. Das zweite, aber für uns war es ein großer Erfolg, wir müssen gucken, was rauskommt. Und das andere ist der Fall des Chefarztes. Chefarzt in Düsseldorf. Ich habe alle Urteile gesehen, alle gewonnen. Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht. Der lässt sich scheiden von seiner Frau und heiratet wieder. Und da wird ihm gekündigt. Ich bin so froh, dass dieser Mann das durchgefochten hat. Denn es gibt x Fälle, wo die Kirchen wirklich gegen Recht und Gesetz, zum Beispiel homosexuelle, lesbische Kindergärtnerin rauswerfen. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn die jetzt mal hochgehen durch die Instanzen, das gibt mir ordentliche Urteile. Und dann war die Frau nicht mehr zu finden. Die geben denen Geld, die befrieden die, die machen dann einen Vergleich. Ich kann die Menschen schon verstehen, die zahlen ordentlich. Die Kirche hat Angst, wenn das hochgeht, in den Instanzen verliert. Gut, aber unser Chefarzt hat das durchgehalten. Der hat also Arbeitsgericht gewonnen, Landesarbeitsgericht gewonnen, Bundesarbeitsgericht gewonnen. Dann geht die Kirche nach Karlsruhe. Karlsruhe entscheidet, und das ist das, was ich das verfassungswidrige Verfassungsurteil nannte, das muss man sich mal anschauen, wer vielleicht in diesem Raum Jurist ist. Man hat das Gefühl, man liest den katholischen Katechismus, wenn man dieses Urteil liest. Und dann hat also Bundesverfassungsgericht entschieden, hat aber gesagt, ich weise zurück an das Bundesarbeitsgericht. Sie sehen auch, wir brauchen Geld und Leute, die das alles unterstützen. Und das Bundesarbeitsgericht hat in diesem Fall gesagt, ab nach Luxemburg zum EuGH. Die haben gesagt, natürlich muss man sich scheiden lassen können. Also das ist ja wohl selbstverständlich. Und also es geht um die Wiederverheiratung. Es geht nicht um die Scheidung. Die Scheidung akzeptieren sie noch. Aber wenn du dich dann wieder verheiratest und zum Beispiel Kinder, die schon entstanden sind aus dieser Beziehung, dann auch offiziell Eltern kriegen, das ist ja ganz furchtbar. Statt dass dann der Pastor sagt, prima, du heiratest wieder, das ist ein Blumenstrauß, alles wunderbar. Also hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, dass ist nicht in Ordnung. Und für uns ist wichtig, dass der EuGH gesagt hat, Einschränkungen kann es geben in dem Bereich der Verkündigung. Also wenn dann der Pastor was macht oder der Diakon oder wer auch immer. Aber bisher gilt das ja für die ganzen 1,3 Millionen Menschen. Du kommst, bewirb dich mal. Ja, die werden ja weglaufen, wenn sie dich da sehen. Also, was ich damit sagen will, wir haben zwei, und da hat die Kirche gesagt, wir werden keine Verfassungsbeschwerde erhoben, mit folgendem Argument, habe ich gehört, hinter der Hand. Nachdem man viermal verheiratet sein kann, neu, und dann Bundeskanzler wird, da würden die Menschen nicht verstehen, wenn wir den auch noch jetzt rausschmeißen wollen. Also, Stück für Stück tut sich was, aber mein Problem ist, sie haben es bisher auch alles ausgesessen. Und wir müssen heute diskutieren, wir müssen daran erinnern, dass sie das nicht aussitzen, sondern dass wir sie, ja wenn man so will, jagen ist ein bisschen übertrieben, die große Kirche können wir nicht jagen. Aber ja, aber mit Argumenten müssen wir sie verfolgen und sagen, sie haben im Reichskonkordat Rechte bekommen, die sie in der ganzen Weimarer Zeit von keiner Partei bekommen haben, nie. Dann haben sie das Betriebsverfassungsgesetz bekommen, diesen Sonderzusatz für sich selber. In der Adenauer-Regierung, da war meine Partei, die SPD, dagegen. Das hat sie leider vergessen. Ne? Aber hier kann man eine ganze Menge tun.
Ich gebe zu, ich habe ein bisschen schnell geredet, da viel, aber mir liegt daran. Nachher kommen die anderen Argumente alle von Freyack etwa mit den ganzen Zahlen. Gucken Sie, ob Sie sich interessieren für diese Artikel. Gehen Sie in die Ortsvereine, in welcher Partei auch immer, und sagen, das ist gegen 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, das ist gegen 70 Jahre Grundgesetz, und dann machen wir das Stück für Stück weiter. Sagt Ingrid Matthäus. Bleibt ruhig gerne sitzen, es ist auch gemütlich.